Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, hier sind wir wieder bei den Commander 2020 Matchups. Die Steffi ist hier. Hi. Ja, und ich bin's, der Micha. Und ja, wir spielen hier Commander 2020, ein bisschen Probe. Ich spiele Timeless Wisdom. Und du spielst? Enchained Evolution. Das ist Julians Deck, oder nicht? Ups, wo ist denn mein Deckel? Ich habe meinen Deckel nicht hier. Ja? Ich glaube, der liegt noch in der Küche. Hm. Gut, ja dann. Also du spielst auf jeden Fall das Deck genau. Mit dem Katrill Aspect Warper, der Fähigkeiten aus dem Friedhof entsprechend in Markenform verteilt. Genau. Ne? Und ich spiele ein Cycle Deck. Ne? Gut, ja, wir streamen immer sonntags ab 14 Uhr immer Magic und die Duelle gehen dann entsprechend nachher noch auf YouTube hoch. Symbiotic Swarm heißt dein Deck, wurde gerade gesagt. Ja, ne? Danke. Gut, okay, wir haben schon gewürfelt. Ja. Ich darf anfangen, möchte auch anfangen, weil wir machen Dual Commander, jeder hat 40 Lebenspunkte. Wenn man hier liegen, die Punkte für den Commander Damage, wenn man da 21 bekommt, ist man auch weg. So, wir ziehen beide 7 Karten. 6, 7, wir dürften einen Mulligan nehmen jeweils, ne? Und ich darf erstmal entscheiden, ob ich anfange bzw. einen Mulligan nehme. Mana ist da. Oh, das ziehe ich mal anders. Hm. Es geht ja erstmal darum, ob man Länder hat. Ja, und ich halte mal. Das sieht schon mal ganz gut aus, dass ich damit anfangen kann. Nein. Okay. Gut. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen. Kann ich schon mal ein bisschen lesen hier? Okay. Abheben? Nee. Ja, einfach erstmal Mana Basis aufbauen hier. Ist angesagt. 5 Mana kostet mein Commander. So. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich probiere das. Ja, alles klar. Gut, dann kommt bei mir ein Smoldering Krater. Der kommt getappt ins Spiel. Gibt mir nachher rotes Mana. Ich könnte die Zeit für 2. Bist du dran? Ah, ich ziehe eine Karte, ne? Ha, stopp. Ja. Ich ziehe jetzt immer eine Karte. Ja, du bist dran. Ich lege einen Sumpf und gebe ab. Mhm. So, tappen, Karte ziehen. So, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. So, ich kann legen. Wie machen wir es? Ja. Ich ziehe mir einen Mana in den Pool. Spreche einen Sonnenring. Guck mal, oh, da ist er doch. Den haben wir gerade nachgezogen. So, das möchte man haben auf der Starthand. So, dann kann ich den Sonnenring tappen und spreche ein Arcane Signet. Das kann ich tappen für einen Mana in der Farbidentität meines Kommandeurs. Dann möchte ich die Sky Cloud Expanse ins Spiel bringen. Da zahle ich ein Mana für. Dann kann ich sie tappen, bekomme 2 Mana, ein weißes und ein blaues. Und damit kann ich dann tatsächlich noch sprechen, ein Boros Signet. Boah, das ist hart, ey. In der zweiten Runde. Die Mana-Basis hier dank dem Sonnenring total aufgebrezelt. Da kann ich Mana für zahlen, das habe ich jetzt leider entsprechend nicht. Aber dann kriege ich noch rot oder weiß. Ja, und dann gebe ich mal ab. Okay, ja. Booyah-Shaka. Hart. Ja. Ich spiele einfach nur eine Ebene und gebe ab. Okay. So. Kann ich mich hier ein bisschen aufbauen hier, ne? Mana Man. Okay, ziehen. Zack. So. Ja, ich kann doch jetzt meinen Commander sprechen, oder? Das wäre schlimm, wenn nicht. Also, ich mach mir mal hier, ich schmeiß mal 2 Mana an. Und für die beiden Mana kriege ich hier weiß-blau und rot-weiß. Das heißt, ich habe schon 4 Mana und brauche noch ein fünftes. Ne? Mhm. Da nehmen wir noch ein fünftes dazu und dann kommt Gabi. Da ist er. So, 2, 5.
Ich kann 0 bezahlen und kann also für das erste Mal, wenn ich cycle, immer wenn ich die zweite Karte in einer Runde ziehe, mache ich einen 2-2 roten weißen Dinosaurier-Katzen-Token. So, wunderbar. So, jetzt kann ich denn schon cyclen. Ein Land habe ich noch nicht gelegt. Ja, das habe ich jetzt im Auge, den muss man ein bisschen abwarten. Ich möchte erst nochmal ein Land legen. Das ist dann eine Insel. Damit ich nämlich das andere Land noch cyclen kann. Mana habe ich 2. Das bringt mir jetzt insofern nichts. Aber ich cycle mal ein Desert. Das kann ich ja für 0 machen, weil das meine erste Cycle-Karte ist. Ja. Heißt, ich ziehe meine zweite Karte in dieser Runde und bekomme durch Gavi meine Katze. Dinosaurier-Katze. Da ist sie. 2-2. Das so. Sieht nicht gut für mich aus. Den Kommandeur habe ich gerade gesprochen. Dann bist du dran. Ich brauche nichts enttappen. Das war jetzt ein Bombenstapeln, das muss man sagen. Jumpstart, genau. Ich spiele einen Wald und für 3 Commander's Bears macht mir halt ein Mana in der Farb-Identity meines Commanders und ich kann ihn opfern und eine Karte ziehen. Okay. Ja, ich gebe Bock. Gut. Ja, dann. Dann können wir hier munter weitermachen. Ich ziehe. Wir legen. Land. Ja. So. Cyclen wollen wir ja auch noch, aber erstmal spreche ich mal meinen Partner. So, wir schmeißen den Sonnenring an. Schmeißen wir den Sonnenring? Ja, ich kann das vorne noch machen. Ja. Rot-Weiß. Weiß-Blau. 4 Mana. Kommt Bralin Sky Shark Raider. So, Partner Miss Shabrats, dem Sky Shark. Wenn diese Kreatur das Spielfeld betritt, dann kann ich mir den Shabras aus der Library holen. So, gucken wir mal, ob ich ihn bekomme. Der muss ja auch in voll sein. Da ist er. Shabras der Sky Shark. So, der würde 5 Mana kosten, ist 3-3, partnert mit ihm, fliegend. Immer wenn ich eine Karte ziehe, lege ich eine +1/+1 Marke auf den Sky Shark und bekomme ein Leben. Und für Weiß-Blau-Hybrid bekommt ein Mensch Flugfähigkeit. So, der geht aber erstmal auf meine Hand. Ne? Ja. So, immer wenn ich eine Karte abwerfe, lege ich eine +1/+1 Marke auf den Bralin und er macht einen Schadenspunkt auf jeden Gegner. Und für Rot bekommt ein High Trampel bis zum Ende des Zuges. Okay, dann haben wir das gemacht. So, Mana habe ich noch 4. 4 offen. Gecycled. When this creature enters the battlefield, target player may put Shabras from their hand into their hand. Das ist nicht draw a card, das ist put into hand. Okay, alles klar. Dann triggert das also noch nicht mein Gavi. Das heißt, ich muss noch einmal cyclen, um meine zweite Katze zu bekommen. Ich habe aber noch. Ich hab noch 4 Mana offen. Das heißt,
1, 2, 3 Mana. Verzauber ich mal meinen Gavi, den Nestwarden. Mit Shiny Impactus. Das ist eine Aura, Enchant Creature. Die Kreatur bekommt +2/+2 und ist goaded. Das heißt, der muss angreifen, jeden Kampf, falls möglich. Und ein Spieler, also ja, der muss jede Runde nach Möglichkeit angreifen. Mhm. Und immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, bekomme ich einen Schatztoken. Der Schatztoken kann, ist ein Artefakt, kann ich opfern für Mana in der Farbe meiner Wahl. Ne? Ja. Und ist +2/+2. Du hast ja noch nicht genug Mana. Geht da drauf? Nee, einfach nur, lass ich, ne? Gut, okay, so, dann kann ich noch cyclen. Ne? Mhm. Ich cycle mal Akromas Vengeance weg für 3. 3 wird aber zu 0 durch den Gavi. Ja. Einfach weggecycelt. Ziehe meine zweite Karte in dieser Runde. Zack. Dadurch, durch den Gavi, kommt eine zweite Dinosaurierkatze. Richtig? Ja. Gut. So. Okay. Und dann kann ich angreifen. Ja. Ja. Dann greift Gavi an und die Dino-Katze. Gut. Das wären 6 für dich. Ja. Er hat angegriffen, ich bekomme einen Schatztoken. Da ist mein Schatz. Okay. Gut, dann gebe ich ab. Ja. Guter Start. Guter Start. So. Okay. Ich spiele für einen Sumpf und 3 weitere. Daring Feinbonder, ja. 5-1 Haste. Er muss jeden Kampf angreifen. Mhm. Und wenn er in meinem Friedhof ist, kann ich ihn für 2 exilen und darf dann einen Instaffable Counter auf eine Zielkreatur legen. Und das kann ich aber nur machen, wenn in einer meiner Hauptphasen. Mhm. Also eine Unzerstörbarkeitsmarke kannst du auf eine Kreatur dann legen. Okay, wenn du ihn entfernst. Okay, das heißt, ja. 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 Ich habe noch kein Land gespielt. Das kommt getappt ins Spiel, macht mir ein Leben. Mhm. Ja, und da der angreifen muss. Ja, dann blockt eine Katze. Gut. Ja. Dann beide hinüber. Okay. Ja, das war's. Okay. Mehr konnte ich nicht machen. Ja, weil du hast mir eine Katze getötet. Ne? Und außerdem kannst du jetzt seine Fähigkeit ganz gleich irgendwas unzerstörbar machen. So. Ja. Wir enttappen mal fein hier. Okay. Gut. Ja, ich bin aber auch jetzt wirklich schnell. Das wollte ich auch mal sagen. Ja, ne? Gut. So. Ja, dann würde ich sagen, da kommt doch jetzt, glaube ich, wohl der Himmelshai, ne? Ich muss aber irgendwas zum Cyclen haben, das ist immer die Sache. So. Ja, okay, dann kommt jetzt mal der Himmelshai. Wir schmeißen den Sonnenring an und sagen wieder 2 Mana, 4 Mana, 5 Mana. Da kommt Shabaras, der Sky Shark. So, fliegend, immer wenn ich eine Karte ziehe, kommt eine +1/+1 Marke auf den Sky Shark und ich bekomme ein Leben. Ein Mensch kann noch Flugfähigkeit bekommen, okay, immer wenn ich eine Karte abwerfe, kommt ein Counter auf ihn. Okay, abwerfen muss ich momentan noch nicht. Ich habe noch genug Mana offen. Ja, ich greife dich schon mal an, ne? Dann kommt mal hier Gavi. Nicht Gabi, Gavi, die Katze kommt und der Brallin kommt. Gut, dann sind wir bei 9, ne? Ich glaube, der hat 6. Ah, ne. 4. 5, 6, 7, 8, 9, richtig. Ja, okay. Commander-Schaden musst du dir noch nehmen. Du hast jetzt 4 Commander-Schaden gekriegt, gerade auch 4 Commander-Schaden gekriegt. Das heißt, du hast 8 Commander-Schaden hast du schon bekommen, ne? Ja. Genau, so. Bei 21 würdest du nämlich auch die Partie verlieren. So, ich habe noch Mana offen.
Das heißt, ich kann noch munter, ich kriege hier noch einen zweiten Treasure. Durch die Verzauberung. Mhm. Kann ich ein bisschen Mana aufbauen. Dann spreche ich für 3. 1, 2, 3. Ja, das wird immer so ein bisschen unübersichtlich dann hier. Dann spreche ich noch eine Verzauberung. Crystalline Resonanz. Verzauberung. Wenn ich eine Karte cycle, dann kann ich Crystalline Resonanz eine Kopie einer anderen bleibenden Karte werden lassen bis zu meinem nächsten Zug. Außer, dass sie diese Fähigkeit hat. Okay. Kann also irgendwas werden. Ne? Ja. Dann bist du. Meine Schätze sammle ich mal hier so an der Seite. Mhm. So. Ich spiele noch einen Wald. Jetzt muss was kommen bei dir. Ja. Okay, ich spiele für einen Wald. Eine Ebene, einen Wald und einen Sumpf und eine weitere, jetzt muss ich überlegen, Taiem Luminus Enigma. Ja. Jede andere Kreatur, die ich kontrolliere, die aufs Spielfeld kommt, kommt mit einem zusätzlichen Wachsamkeitscounter drauf. Ja. So, und die untere Fähigkeit habe ich nicht so ganz verstanden. Für 3 kann ich 3 Counters von Among? Ja, zeig mal. Ja. So, entferne 3 Karten von Kreaturen, die du kontrollierst. Also 3 Counter von Kreaturen, die du kontrollierst, müssen entfernt werden. Put the top 3 cards of your library into your graveyard. Dann nimmst du die obersten 3 Karten von deinem Gegner in den Friedhof. Then return a permanent. Dann nimmst du eine bleibende Karte mit ungeöffnetem Mana-Kost von 3 oder weniger von deinem Friedhof ins Spielfeld. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt den schon draußen gehabt hätte und ich hätte da Wachsamkeit und Trampeln. Und also du sagst, jede andere Kreatur, die du, kontrollierst, betritt das Spielfeld mit einer zusätzlichen Wachsamkeitsmarke. Genau. Und für 3 Mana kannst du 3 Counter von irgendwelchen Kreaturen, die du kontrollierst, runternehmen, um dann diesen Effekt auszulösen. Okay. Gut, dann habe ich es doch richtig verstanden. Ich war mir nur nicht so sicher. So, und dann... Der hat selber Wachsamkeit? Nee, ne? Nee. Each other creature you control. Okay, ja. Gut. Ja, alles klar. So, der ist dann, also so gesehen in der Verstrichen nur 3-3. Genau, und dann für 2 exile ich... den Darwing Feinbonder und packe einen Unzerstörbarkeits-Counter auf ihn drauf. Habe ich hier irgendeine Unzerstörbarkeit? Mal, ist ja glaube ich ein schwarzer Token dann, ne? Okay, bin ich dann schon dran? Ja. Reife der Fluch sicher bedrohlich, Erstschlag ist doch kein weißer. Natürlich, Wachsamkeit, ne, hier ist keiner. Nö. War die auch nicht dabei? Nee. Ist ja ein Ding. Doppelschlag war auch schon nicht dabei. Okay. Ja, haben wir noch weitere Tokens? Du kannst ja noch ein bisschen rumsuchen. Sind hier noch Tokens dazwischen? Da sind noch Tokens dazwischen? Achso. Nee, das... doch hier. So, ansonsten müsst ihr was aufschreiben. Da haben wir es. Gut. Der ist also unzerstörbar. Gut, so, ich komme in meinen Zug, ne? Ja. Ich ziehe mal. So, zack. Wenn ich eine Karte ziehe, lege ich eine +1/+1 Counter auf ihn. +1. Und bekomme ein Leben. Zack. Das war der Trigger von dem Hai. So. Gut, so, jetzt. Ich muss nämlich immer etwas zum Cyclen erstmal haben. Ne? So. Gut. Dann cycle ich eine Forgotten Cave für 0, ne, durch Gabi. Ja. So, zack. Das heißt, es kommt, weil es meine zweite Karte ist, kommt eine Katze rein. Mhm. Die zweite Katze. So, ich habe eine Karte abgeworfen. Das heißt, wenn ich Karte discarde, kommt ein +1/+1 Counter on Bralin. Und er macht einen Schaden auf jeden Gegner. Das bist du. Dann kommen wir zum Kartenziehen. Ne? Mhm. Ich ziehe eine Karte. Ach, das war der Trigger mit der Katze. Das war jetzt meine zweite Karte, die ich gezogen habe. So, dadurch triggert nochmal der Hai.
habe ich eine Karte gezogen. Habe Cobra plus 1 Karte drauf, Marke drauf, zack. Und ich bekomme ein Leben. Ja. Zack. So, jetzt kann ich mal gucken. Was habe ich denn? Also, und ich habe, auch hier kann ich noch gucken, ne? Whenever you cycle a card, you may have crystalline become a copy of another target permanent until the next turn. So, die sind alle legendary, das heißt, die kann ich nicht kopieren. Ich kann doch deine Legende kopieren, oder? Und dann darf ich entscheiden, welche das Spiel verlässt. Whenever you cycle a card, you may have crystalline resonance become a copy of another target permanent until your next turn, except it has this ability. So, dann fragen wir mal die Community, ob ich das darf. Das heißt, ich würde mir jetzt Steffis Legendary Creature kopieren und würde dann entscheiden, dass, weil die beiden Kreaturen nicht gleichzeitig da sein dürfen, dass ihre gehen muss, meine bleibt liegen. Geht das so? Jeder darf eine Legende davon haben. Ah, wir dürfen beide eine haben. Okay, alles klar. Gut. Gut, das heißt, ich hätte einfach nur deinen 3-3er mit der Counterfähigkeit, dass ich die runternehmen kann, um dann, das sind ja Counter, mhm. Um die auszulösen. Um eine bleibende Karte reinzunehmen. Ne? Genau. Die anderen Karten gehen in den Friedhof. Remove three counters from your creatures, put the top three cards of your library into your graveyard, then return a permanent card with converted mana cost 3 oder weniger from your graveyard to the battlefield. Weiß nicht, ob das großartig hilft, ne? So. Bis zum Ende der Runde wählt die dazu. Ja, okay. Ja, aber ich kann nicht damit einfach angreifen. Ja. Also ich kopiere mir meine kristalline Resonanz wird. Deiner Kreatur. Ne? Ja. Außer dass sie hat jetzt nur keine Indestructible Marke. Genau. So. Okay. So. Dann. Möchte ich in meinen Angriff gehen. Die ist 3-3, du bist ausgetappt. Kommen die alle mal, ne? Kommt vorbei. Katzis kommen. Der 3-3er kommt. Mhm. Kommt. Kommt alles. Das ist schon viel. Okay. Aber ich blocke deinen 3-3er, weil dann ist der nämlich weg. Mhm. Das ist schon mal nichts mehr. Okay. Gut, dann kommen wir erstmal zu dem Schaden, den du weiterbekommst. Ja. So, okay, das heißt, du bekommst 4. Commander erstmal. Ja, 4. Nochmal 4 sind 8. Nochmal 4 sind 12. Und 5 sind 17. Ja. Das ist viel. So, dann sage ich, bevor meiner stirbt, der kann deinen ja nicht töten. Du hättest damit, hat er Eile dann? Ja, die Verzauberung lag ja vorher schon. Ja. Die lag ja vorher schon. Okay. Die Verzauberung ist ja schon im Spiel und wird dann nur zu irgendeiner Kreatur. Ne? So, gut, dann kann ich aber seinen Effekt noch auslösen. Das heißt, ich zahle 3 Mana. Aber die stirbt ja jetzt, ne? Ja, aber das macht ja nichts. Das ist ja keine Hexerei. Das kann ich ja immer noch machen. Also ich, das praktisch jetzt, wir haben jetzt vor der Schadensverrechnung löse ich eben noch kurz noch sein Dings aus. Ach so, und dann packe ich das Video. Also ich schmeiße das noch einmal an. Ja, so, das heißt, ich zahle mal hier die 3 Mana hier mit. Zack. 3 Mana. Löse nochmal seinen Effekt aus. Mhm. Er stirbt. Ich kann ihn nochmal, das machen wir, ich kann das nochmal normal machen. Ich wickel den Effekt erstmal ab. Ja, ne? 3 Marken musst du noch bezahlen. Ach ja, genau, dann kann ich es. Dann kann ich auch wieder überlegen, weil mehr Marken habe ich ja nicht. Ja. So. Ja. Ja, also 2 hast du noch, aber die reichen ja dann nicht. Ah ja, die fehlen. Genau. Da kommt noch eine Marke drauf. Zack, weil er angegriffen hat. Ja. Ne? Okay. Ja. So. Okay, dann sagt er die obersten 3 Karten in den Friedhof, ne? Genau. Und dann ein permanent mit Converter Mana Cost 3 or less. 1. Achso, eine 2, von deinen. Eine aus dem Friedhof. 3. Das war jetzt nichts gefunden. Nichts, was ich irgendwie hätte. Das ist schade.
Gut, dann kann ich aber noch was sprechen. Denn wir haben für 4 Mana 1, 2, 3, 4 kommt noch ein Surly Badger Sour. 3-3. Immer wenn ich eine Kreaturenkarte abwerfe, kommt eine +1/+1 Marke auf ihn. Immer wenn ich eine Landkarte abwerfe, mache ich einen Schatztoken. Und immer wenn ich eine Nicht-Kreaturen-Nicht-Landkarte abwerfe, dann kämpft er bis zu einer Zielkreatur, die ich nicht kontrolliere. Ne? So. Und dann habe ich eigentlich genug gemacht. Erstmal. Bitte. Mein Deck breitet sich hier total aus. Ja. Ich denke mal, du machst jetzt, glaube ich, deinen letzten Zug. Die Katzentoken haben keinen Haste. Ja, hatte ich mir jetzt gerade schon 2 Katzentoken gemacht? Ja, stimmt. Dann eine Katze enttappen und du hast 2 Leben mehr. Yay. Danke, danke. Ja, ist schon ein bisschen kompliziert. So, ich spiele eine Ebene. Und dann für 2. Mal wieder gucken. Und 3 weitere. Ja. Spiele ich ihn. Er kommt jetzt mit einer Wachsamkeitsmarke, sage ich sofort, durch ihn rein. Und er heißt Avenging Handbonder, ist 3-3, hat Doppelschlag und immer, wenn er angreift, packe ich eine Doppelschlag-Counter auf eine andere angreifende Kreatur. Oh. Ja. Genau. Hilft mir jetzt gerade nichts, weil er hat ja Einsatzerzählung. Mhm. Ja, dann, das war's schon. Dann kann ich dich in die ewigen Jagdgründe schicken jetzt, glaube ich. Ne? Ich enttapp mal alles. Jetzt wird die zweite Katze enttappt. So, zack. Zack. Zick, zack. So, Karte ziehen. Gut, und angreifen gehen. Kommen die mal alle. 10 Punkte Schaden musst du bekommen. Hier kommt eine +1/+1 Marke drauf, weil ich eine Karte gezogen habe. Mhm. Und ich bekomme ein Leben. So. Ja, alle drauf. Alle drauf. Okay. Du kannst 2 blocken. Ja, den fliegenden schon mal nicht, der ist schon mal raus. So, als erstes werde ich mal den Commander blocken. Mhm. Weil, ja. Er hat ja 5 hinten, also 7 hinten, da passiert ihm nichts. Ja. Genau, und Du blockst den stärksten weg, das ist einer, also ein 3-3er ist das. Genau. Was machen die noch? Was macht der noch? Ist mal? Eigentlich ganz egal. Also block einfach einen. Bist sowieso tot, denke ich. Ja, dann nehme ich ihn. Mhm, blockst ihn. Genau. Gut, also der wäre geblockt. Ja. So, das heißt, Schaden durchkommen hier 4, 6, 8, 11. Ja, okay. Gut. That is Game One, ne? Okay. Ewige Jagdrunde. Yeah. Okay, guck. So, also richtig gemacht, also richtig gemacht, ne? Okay, so gut. Ja, dann brauchen wir noch ein zweites, oder? Ja, gerne. Wir noch, ne? Gucken, ob wir es noch schnell hinbekommen. Ich konnte noch nicht mal meinen Commander spielen, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Ich hatte nichts im Friedhof. Aber ich hatte ja auch keine Zeit, irgendwas zu spielen. Deswegen gucken wir mal, ob wir noch ein zweites eben schon hinbekommen. Damit wir noch ein bisschen was von deinem Deck zeigen können, du noch ein bisschen zocken kannst. So. Gut. So viel Mana in der zweiten Runde ist ja auch einfach mega gut. Unnormal, ne? Ja, das wirklich. Das war echt unnormal. Ah, mein Commander muss ich noch rauslegen. So. Wo ist er denn? Da. Zack. Okay. Aber zeig dich mal wieder, was ich immer habe. Ich habe immer Ziehpech. Oder sehr, sehr oft wirklich Ziehpech. Ja? Ja. Auch Küchentisch. Ich habe immer Ziehpech. Immer das, was dann ich gerade nicht brauche. Dann hast du Glück in der Liebe. Ja. So. Zack. Einmal groß die Hand mischen hier. Ach ja,
Macht ja nicht das, ne? Mit dem Abdecken. Oder was ist das mit dem Abdecken? Ja, das machen wir mal automatisch mit dem Abdecken. Also machen wir doch. Abheben. Abheben. Ja. Ja, nicht abdecken, abheben. So, du hast verloren. Möchtest du anfangen? Ja, mache ich dann. Gut. Du darfst gleich trotzdem eine extra Karte ziehen, muss nur sagen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ob du einen Mulligan nehmen möchtest oder nicht. Ne? Ich nehme einen Mulligan. Mhm. Kein Mana so, ist nicht so. Gut. Nee, kein Mana ist nicht gut. Und diesmal habe ich auch nur 2. Das heißt, da bin ich auch nicht zufrieden mit. Ja, ist ein bisschen mager nach gerade, ne? Ja, das stimmt allerdings. Okay. Schon etwas besser. Abheben? Nee. Mach mal. So. Ich probiere das auch. Mhm. So, dann 3, 4, 6, 7 ziehe ich meine erste Karte und spiele. Ein Commander Tower, er macht mir eine Farbe in Farben meines Malers, meines Commanders. Ich gut. Ab. Ja. Ich bring mal getappt rein einen Desert. Gib mir rotes Mana, bitte. Kann ich sagen, auf 2, tu ich aber nicht. Du bist dran. Normal. Okay. Gerade war Turbo Boost. Ich spiele einen Wald. Jetzt muss ich noch mal hier kurz lesen. Ja. Okay, für 2 Mana spiele ich Arcan Signet. Und der macht mir auch wieder ein Mana in der Farbidentität meines Commanders und dann gebe ich ab. Ja, jetzt bist du schneller. Zack. So, so. Ja, ich mach mal. Ich bring auch mal meinen Command Tower. Mhm. Ja. Und dann bist du dran. Ich cycle schon mal ein Eternal Dragon weg mit Plane Cycling für 2. Kann ich mir eine Ebene raussuchen. Mhm. Und sie auf die Hand nehmen. Mach du mal. Okay. Plane. Ich spiele für eine Ebene und einen Wald den Kato Guafa Hawk. Mhm. Er ist bei 1 fliegend und wenn er am Spieler Kampfschaden macht und dieser hat mehr Länder als ich, kann ich ihn auf meine Hand nehmen und wenn ich es tue, darf ich meine Bibliothek nach einer Karte, nach einer Ebene suchen und sie getappt ins Spielfeld bringen. Okay. Und dann meine Bibliothek mischen. Gut. Ich habe noch kein Land gespielt, das tue ich jetzt. Kommt getappt ins Spiel und ich muss ein Land wieder auf meine Hand nehmen und dann gebe ich ab. Okay. Das ist in dem Fall ja gut. Ja. So. Hm. 2-1 ist der. Ja. Hm. Gut, ja, dann kommt bei mir auch mal eine Insel kommt mal. So, und da kommt für 3 Mana kommt Spirit Cairn, eine Verzauberung. Immer wenn ein Spieler eine Karte discardet, kann ich weißes Mana bezahlen. Wenn ich das mache, kriege ich einen 1-1 weißen Spirit Creature Token mit Flugfähigkeit. Dann bist das du dran. Finde ich nicht so schön. Mhm. Ja, der piekst ja nur ein bisschen. Ja, die Masse macht es dann nachher. Mhm. Ich spiele wieder den Wald. Ja. Und dann spiele ich für eine Ebene einen Sumpf, einen Wald und eine weitere. Kennen wir schon. Tayam, Luminous, Enigma. Ja. Jede andere Kreatur, die ich kontrolliere und aufs Spielfeld kommt, bekommt eine Wachsamkeitscounter und für 3 Marken runter und 3 bezahlen. 3 Mana bezahlen kann ich die obersten 3 Karten in meinen Friedhof mühlen und dann davon eine aufs Spielfeld bringen mit 3 Mana, die 3 Mana kostet oder weniger. Ja. Ja, okay. Das
So, dann komme ich jetzt für 2 vorbei, aber du hast nicht mehr Länder, also nehme ich ihn dann auch nicht auf die Hand. Ja, ich bin fertig. Okay. So, ich ziehe. So, dann lege ich eine Boros-Garnison. Die kommt getappt ins Spiel. Wenn sie ins Spiel kommt, muss ich ein Land zurück auf meine Hand nehmen. Ich nehme die Insel. Die tappe ich aber vorher für ein blaues Mana. Nehme sie zurück auf meine Hand. Hab ein blaues Mana im Pool. Cycle den Forgotten. Ich muss ein Rotes dafür bezahlen. Ich muss cyclen. Dann nehme ich den Command Tower zurück. Geht das? Nee, geht alles nicht. Gut, ich habe sie gespielt. Die muss ein Land zurücknehmen. Ich kann ihn noch wegcyclen. Ich kann ihn noch wegcyclen. Ja, dann komm. Dann, ja. Rotes Mana. Mhm. Karte geht zurück auf die Hand. Mhm. Ich cycle den Forgotten Cave für ein rotes Mana. Ziehe eine Karte. Zahle ein weißes Mana für die abgeworfene Karte. Mache mir ein Spirit. Mhm. Da, und das ist die Karte, ganz klar. So. Mhm. 1-1 fliegender Spirit durch die Verzauberung. So, Land habe ich gespielt. Das kann ich nachher tappen, kriege ein rotes und weißes Mana raus. So, baue ich mir langsam auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten auf der Hand. Dann bist du dran. Fummel, 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 fummel. Mein Commander kostet 5. Ich habe 4. Das ist schon mal ganz gut. So, ich lege einen Forest und für 2 und 2 weitere spiele ich Harmonize. Ja. Ich darf 3 Karten ziehen. Okay. 1, 2, 3. Mhm. Okay, ich habe noch 2 Mana. Ja. 2, 4, 6, 7 Karten auf der Hand. Ja. Hm. Dann komme ich für 3. Für 3. 1, 2, 3. Ja, dann gebe ich ab. Okay. Enttappe ich. Ziehe ich. So. Okay. Ich kann ein Land legen. Das wird dann ein Mountain sein. Zack. So, und jetzt habe ich genug Mana, um meinen Kommandeur zu sprechen. 2 Mana, 3 Mana, 4 Mana, 5 Mana. Da kommt Gavi. So, sie sagt, ich kann 0 bezahlen und für die erste Karte umsonst cyclen. Immer wenn ich die zweite Karte spreche, kommt eine 2-2er. Wenn ich die zweite Karte ziehe, kommt eine 2-2er Katze. So, und dann kann ich jetzt meinen Desert wegcyclen. Mhm. Ziehe eine Karte. Und bekomme meine erste Dinosaurierkatze. Da ist sie. Leider kein Spirit mehr, weil ich kein Mana dafür habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten auf der Hand. Dann bist du dran. Ich spiele eine Ebene. Solange ich ein bisschen was zum Cyclen habe, ist ja alles gut hier. Mhm. Eine Ebene, einen Wald und einen Sumpf. Mhm.
spiele ich Absan, Ascendant. Ascendancy, ja. wenn er aufs Spielfeld kommt, packe ich eine +1/+1 Counter auf jede Kreatur, die ich kontrolliere. Und immer wenn ein Nicht-Token-Creature stirbt, bekomme ich ein 1/1 weißer Spirit. Genau. Okay. Ja. Das ist ja alles noch tragbar. Mhm. So, dann mache ich mir einen Sumpf, noch einen Sumpf, eine Ebene und einen Wald. Das sind 4. Ja. Und spiele Deepspot auf deinen Commander. Das ist Destroy Target Creature. Und dann darf ich mir ein Basic Land aus meiner Bibliothek suchen und es getappt ins Spiel bringen. Das möchte ich gerne countern. Okay. Wenn ich meinen Kommandeur kontrolliere, kann ich 4 Guardianship ohne Mana-Kosten zu bezahlen. Counter-Target Non-Creature-Spell. Oh, das ist hart. Ein Non-Creature-Spell, ja. Den counter ich dir mal. Das ist hart. Schön. Finde ich nicht. Okay. Da bist du. Okay. Dann ertappe ich mal. Ziehe eine Karte. Das ist echt stark. So, ich lege mal eine Ebene, hier mal so ein bisschen mehr Mana zu bekommen. Eine Karte habe ich gezogen. So, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mana. Dann kann ich sagen, 3 Mana. 3 Mana. Ja, 3 Mana. Ich lege ein Binder-Ornament. Das kann ich tappen für einen Mana in einer beliebigen Farbe. Und für 4 Mana, jeder Spieler, der untappen, der so ein Binder-Ornament hat, darf eine Karte ziehen. Ne? Mhm. Dann spreche ich. Der ist nicht unzerstörbar jetzt, ne? Nein. Gut. Das finde ich gut, dass er nicht unzerstörbar ist. 2, er ist 4/4 und der ist irgendwas. Okay, gut. 3, 2. Dann für 3 blau und 2 beliebige. Goade ich mal wieder meinen Gavi hier mit Psychic Impactus. Verzauberte Kreatur bekommt +2/+2 und ist goaded. Das heißt, er muss jede Runde angreifen, wenn möglich. Und die verzauberte, wenn die verzauberte Kreatur angreift, scry ich 2. Aber ich hält sich 2. Mhm. So. Dann ist der jetzt. Der ist jetzt 4/7. Nicht so schön. 4/7 ist schon stark. Mhm. So. Dann. Greifen mal alle an. Er greift an, das heißt, ich habe jetzt Scry 2. Mhm. 1, 2. Die gehen beide drunter. Ist auch schon gut. Jo. Ja. Dann lasse ich deinen Commander durch. Mhm. Das Fliegende geht in meinen rein. Der ist ja am Ende 2. Das heißt, einer stirbt, meiner bleibt. Mhm. Und genauso fällt sich das auch mit den beiden. Okay. Und dann kriege ich 4 Commander-Schaden. Genau, du bekommst 4 Commander-Schaden und bekommst auch 4 Schaden in Real Life. Katze stirbt, macht ihm 2 Punkte Schaden. Spirit stirbt, macht deinem 1 Punkt Schaden. So. Dann. Cycle ich mal Slice and Dice. Mhm. Wenn ich den cycle, dann mache ich einen Punkt Schaden auf jede Kreatur. Mhm. Dadurch stirbt dein Flieger. Ich cycle, ziehe eine Karte nach. Das ist die 2. Karte in meiner Runde. Dadurch bekomme ich entsprechend wieder hier durch meinen Commander meine Dinosaurierkatze zurück. So. Und ich möchte, weil ich eine Karte abgeworfen habe, noch ein Mana bezahlen, ein weißes Mana, um mir meinen Spirit zu machen. Mhm. Da ist er wieder. So,
Dann war das der tolle Zug und dann bist du dran. Ja. Wenn das Cycle einmal läuft, dann ist es eigentlich ganz fein. So. Bei dir ist jetzt alles ausgetappt. Bei mir ist alles ausgetappt. Ja, okay, das ist schon mal ganz gut. Was ist die Frage? Was also tust du? 3, was 4, tust 5, du? 6, 7. Ich komme halt leider nicht dahin. Okay, dann möchte ich ein Land spielen. Es kommt getappt rein und macht mir einen Lebenspunkt. Mhm. Wie heißt denn das Land? Hier hin. Achso, das heißt Sow and Burns. Okay. Das sollte nicht passieren. So. Und dann spiele ich in Ermangelung anderer Dinge einen Sumpf. 2, 3 weitere, zerstöre ich dir dein Commander und pack bei einem Man-Ace. Bloodcurdle, destroy target creature, put a menace counter on a creature you control. Ja, damit kannst du meinen Commander leider zerstören, dann geht der zurück. So, ich muss 2 Mana gleich mehr bezahlen, deswegen legen wir jetzt eine 2 oben drauf. Zack. Schade, schade. Ja, also Drohlichkeit, da haben wir es. Mhm. So. Ja, so, dann habe ich noch 3 Mana. Wow. Mhm. Achso, und immer wenn bei mir, das ist ja gerade schon passiert, ich habe es vergessen, sein Mist, aber der kommt mit +1/+1 rein. Ach, ja, immer wenn eine Nicht-Kreatur-Token stirbt, machst du einen 1/1 weißen Spirit-Token. Dann machst du 2 Spirit-Tokens dann. Nee, einen, ne? Einen. Okay, einen. Genau. Gut, danke. Für den Vogel, ja. Genau. Das ist schon mal gut. Da steht ja nicht You May, sondern das passiert. Ja. Genau. So, die sind zusammen 3. Der ist 4/4 und muss von 2 geblockt werden. Ja, dann. Kommt er mal. Für 4. Ja, für 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dann bin ich fertig. Okay, gut. Dann wollen wir mal schauen, was jetzt geht hier. Leider kein Scry mehr. Ja. Okay. Ja, ich kann meinen Commander wiederholen, ne? Ganz klar. Kostet aber mehr. Das ist nicht gut. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana reicht, um ihn zu sprechen. Ja, 7 Mana, ne? Mhm. Machen wir anders. Ich bringe vorher noch einen Mountain rein. So. Und dann machen wir das. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 Mana, da kommt sie zurück. So, wird dann zwar immer teurer, aber bin froh, dass sie da ist, denn jetzt kann ich cyclen. Und zwar cycle ich Ashborans. Basic Land Cycling, discard, search a library for a basic land card, reveal it, put it into your hand. Ne? Mhm. Hatte ich schon Land gespielt gehabt? Ja, ne? Glaube ich schon. Ja, ne? Ja. Okay, gut. So, ich komme mal ein Basic Land raus. Das soll eine Ebene sein. Kommt auf meine Hand. So. Triggert. Ne? Das heißt, zweite Karte. Mhm. Das heißt, ich kriege meine zweite Katze. Mhm. Zack. Und ich habe eine Karte abgeworfen. Das heißt, ich möchte noch ein weißes Mana bezahlen für den zweiten Spirit, den ich bekomme durch die Verzauberung. Ja. Ne? So. Okay, dann habe ich mein Mana wieder aufgebraucht, aber ein Spirit und eine Katze können angreifen. Das ist nur ein Spirit angreift, ich habe nur einen Token. Mhm. Ich habe hier noch mehr. Ja, dann gib mir einen.
So ist es. Ja, ich lasse das mal durch. 3, ne? Okay. Gut, dann bist du dran. Wir spielen die Partie ist durch. Ist das eigentlich, ne? Auch wenn Nicht-Kreatur, kommen die dann auch mit Vigilance rein? Each other creature you control enters the battlefield, ja. Ja, aber der ist ja nicht gesprochen. Aber dadurch... Da steht nur, jede Kreatur das Spielfeld betritt. Kriegt er Aufmerksamkeit, ja. Da. So, ich spiele Grim Backwoods. Es macht mir ein farbloses oder ein... Wie heißt das in echt? Ein echtes Farblose halt. Ja. Und für einen Sumpf, einen Wald und zwei Farblose und Tappen opfere eine Kreatur, darf ich eine Karte ziehen. So, dann habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mana. Ja. Ach, das dauert nicht lange. Nein, nein. Das kriegen wir. Wir spielen das ja relativ schnell. Jetzt muss ich mal kurz in meinen Friedhof gucken. Okay. Als erstes hole ich meinen Commander raus. Ja. So, das ist dann eine Ebene, einen Sumpf, einen Wald und zwei weitere. Noch ein Wald. So. Okay. Dann mache ich jetzt eine 2 drauf, ja? Für einmal bezahlt. Nee, noch musst nicht. Du, das machst du, wenn er stirbt. Jetzt ist ja noch alles gut. So, wenn er das Spielfeld betritt, packe ich. Je nachdem, was hier drin ist im Friedhof, ein Counter drauf. Also fliegend, Death Touch. Ich habe ja einmal nur Fliegen drauf. Ja. Dann. Wer soll denn fliegen? Fliegen bekommt er. Fliegend. So. Er bekommt durch ihn eine ++1/+1 Marke. Ja. Und dann bekommt er durch den Counter, den ich draufgelegt habe, nochmal eine +1/+1 Marke. Okay. So. Und er bekommt Wachsamkeit. Ja, okay. Durch ihn. Eine Wachsamkeitsmarke. Genau. Ja, dann kriegst du ja nochmal, also on this way. Nee, okay, alles klar. Genau. Gut, ja. So. Wachsamkeitsmarke, ja. Dann spiele ich für... Okay. Für eine Ebene und 3 andere. Oldwick, Landshard Marshal. Und zu Beginn meines Kampfes, jeden meiner Kampfes, kann ich Kreaturen, die First Strike, also alle Fähigkeiten, die meine... So, at the beginning of each combat, creatures you control gain first strike until end of turn if a creature you control has first strike. Also wenn eine Kreatur von dir first strike hat, haben alle Kreaturen first strike. Und das gleiche ist halt für Flugfähigkeit, Fußberührung, Double Strike, Haste, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Menace, Reach, Skulk, Trample and Vigilance. Okay, also sprich alle Fähigkeiten, die eine Kreatur hat, haben alle. Und das war gerade falsch. Dann wird es gerade kompliziert. Ja, das mit dem +1/+1 Marke durch ihn war falsch, weil wenn er ins Spiel kommt, kriegen alle +1/+1. Okay. Ich kriege nur einen Token, wenn einer von meinen geht. Okay. So. Ja. Fliegend, bedrohlich. 4/4 ist der. Und der hätte dann, wenn ich angreife, Wachsamkeit durch die anderen. Alle haben alles, was alle haben. Okay, das ist gut. Also alle haben bedrohlich, alle haben Wachsamkeit, alle haben fliegend. So, du hast da jetzt nur einen fliegenden. Beginning of each combat, Genau, dann komme ich nur mit ihm vorbei und er hat... Fliegend, Wachsamkeit, bedrohlich. Ja, ich komme mit den beiden. So. Du kommst mit den beiden vorbei. Mit den beiden, genau. Okay, dann, die fliegen ja beide. Genau. Dann blockt mein Spirit. Die hat auch Bedrohlichkeit. Ah ja, ich muss mit beiden blocken. Dann kann ich ja gar nicht blocken. Genau. Dann kriege ich Schaden. Kriege ich 4, 5, ne? Ja.
1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut, dann bin ich fertig. Okay. Hoffe ich, ja. Gut. Dann. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ziehen. Entschuldigung. So, das ist eine Karte, die kann ich nicht wirklich sprechen. Land, so. Okay. Gut, dann. Kannst du alles ganz fein wegblocken, ne? Deswegen kommt bei mir 2, 4, 6, wir machen das ganz einfach. Wir sprechen Akromas Vengeance. Destroy all artifact creatures and enchantments. Alle Kreaturen, alle Artefakte, alle Verzauberungen gehen weg. Okay. Ich möchte mir aber noch einen Mana in den Pool ziehen. So. Mhm. Einen, ne? Okay, gut. Ja, dann gehen sie alle. Wenn ich jetzt die Fähigkeit von ihm mache, dann passiert das ja. Hast du noch Mana? Ach nee, ich brauche da Mana. Ich war jetzt nur bei den Counter, ja, okay. Aber angenommen, ich hätte das jetzt machen können, dann wäre das aber zuerst abgearbeitet worden, dann wäre es trotzdem mit weggegangen, ne? Was denn? Ja, das wäre ja dann, du hast das gesprochen und dann kommt das ja oben auf den Stack, wird als erstes abgearbeitet, dann kommt deine Hexerei und dann wären die ja trotzdem kaputt gewesen. Das meinte ich jetzt, ne? Das hier triggert aber noch, oder? Oder wenn irgendwas, wenn genau, nicht Kreatur springt? Genau, nicht Token. Ja, stimmt, ich muss gleich 4 genau bezahlen. Dann kriege ich 3 Stück, dann lasse ich den liegen. Der kommt. Die gehen alle weg. Du kriegst eine 2 auf deinen Commander, wenn du nochmal sprechen willst. So, einen Mana habe ich im Pool. Ach, guck mal, hier den habe so ich gar nicht mit rein. Und dann spreche ich noch für 3 Mana. Das ist nicht besonders stark. Ein Portal-Mage. Wenn der ins Spielfeld kommt, ja, ist egal, macht jetzt nichts. Ich könnte sonst für Multicolor könnte ich Schaden umleiten, oder könnte man, du greifst nicht mich an, sondern einen anderen Spieler an, könnte ich umleiten. Ah, das passt im Duell-Commander natürlich nicht. Du bist dran. So, einmal ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Wie viel Mann habe ich denn? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana habe ich. Und 9 kostet es mich zu sprechen. Mal gucken. Okay, als allererstes möchte ich für 1, 2, 3 Ebenen und 1, 2, 3, 4, 5 Akroma Angel of Rat. Ja, okay. Ja, jetzt kommt es natürlich stark daher, ne? Sie hat fliegend Erstschlag, Wachsamkeit, Trampel, Eile und Schutz vor Schwarz und Rot. Und das ist heftig. Ja. Ich komme. Das sieht gut aus für dich. Also sie muss ich ja nicht tappen. Ja. Komm vorbei. Dann sind das 9. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Okay. Da strahlt sie, ne? Da strahlt sie. Guck, guck. Ja, ich habe gedacht, war gut, dass du das gerade gespielt hast. Ja. Ich hätte sie nämlich jetzt auf jeden Fall gespielt, weil dann ja, hätten ja alle das gehabt, ne? Ja, so ist das. Ja. So ist das. so, was habe ich denn? Ich habe hier 2 Mana. 3 Mana. 4 Mana. Das ist auch blau. 5 Mana. 6 Mana, kommt Nif Mizzet the Firemind, 4-4 fliegend, immer wenn ich eine Karte ziehe, macht er 1 Punkt Schaden auf eine Kreatur, auf ein Ziel und für Tappen lässt er mich eine Karte ziehen und für 2 Mana kommt noch ein Arcane Signet rein und dann bist du dran. Okay. Das macht mir ein Mana in der Farbidentität meines Kommandeurs. Aber es sieht nicht gut aus, Leute, es sieht nicht gut aus. Einen Sumpf.
So. Das Enchantment ist in den Friedhof gegangen, ist zwar gleichzeitig reingegangen, aber es löst noch, sie kann noch praktisch die Reihenfolge bestimmen, soweit ich das weiß. Es geht zwar gleichzeitig rein, aber es löst noch aus. Oder liege ich falsch? Community, bin so. Ich falsch? Nein, ich kenne das so. Ja, kenne ich aber eigentlich auch so. Ja, spiel mal weiter. Ja. Kannst mich jetzt fertig machen. So, ich spiele mein Commander so. Für eine Ebene, einen Sumpf, einen Wald und vier weitere dann. Mhm. Eins, zwei, drei, nee, den brauche ich. Vier. Okay, es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Dann ist es egal. Mein Commander. Ja. Tadam. So, dann schaue ich, mal, was ich hier drin habe. So, du musstest also jetzt gerade 7 Mana bezahlen, ne? Genau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da kannst du. Da ist es nämlich. Okay. Mhm. Hatte ich mich. So, ich habe hier drin. Der hat ja eigentlich nichts davon. Dann habe ich wieder nur fliegend drin. Toll. Okay. Mein Gute, fliegt ja sowieso schon alles bei dir. Ist doch alles ja, gut. Ja. Ich darf aber auch ihn auswählen, ne? Du darfst auch deine Kreatur auswählen, so würde ich das verstehen, ja? Genau. Immer wenn das Spielfeld kommt, put a flying counter on any creature you control. If on any creature you control, ja. Genau. Mhm, ja. Und dann kommt der eine plus eins Mark. Wieso? Ja, immer wenn ich eine Mark auf ihn lege, okay. Genau, also wenn ich jetzt noch andere Fähigkeiten da drin hätte, zum Beispiel die ich vorhin gar nicht mit mehr reingemischt habe, dann hätte er 2 bekommen, wenn er jetzt zum Beispiel hier noch irgendwas anderes drauf gekommen wäre. Okay. So. Gut. Ja, du hast einen 4-4 Fliegenden, aber ich will noch eine Sache spielen, einen Wald, einen Sumpf und einen anderen. Spiele ich noch den Nix Wafer, der ist 2-3, hat Reach. Und am Beginn meiner Upkeep kann ich die ersten 2 Karten von meiner Bibliothek in den Friedhof mühlen. Und für 3 kann ich ihn exilen und eine Karte von meinem Friedhof auf die Hand nehmen. Mhm. Ja. Und dann komme ich mit ihr nur. Nur mit ihr? Genau. Nimm ich 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke, Pia. Okay, gut. Dann bringen wir das mal schnell zu Ende. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal drehen kann. So. Das hilft mir nicht. Das hilft mir auch nicht wirklich. Ich spreche mal meinen Commander. Ja. So, ich brauche 5 Mana, 9 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mana. Drehe ich mal alles hier. Mhm. Kann ich gucken, ob mich das Kartenziehen noch ein bisschen rettet. Da kommt er. Und ich kann jetzt einmal umsonst cyclen, aber ich habe tatsächlich nichts zum Cyclen. Ich tappe mal den Misset, um meine zweite Karte, um eine Karte zu ziehen. Mhm. Immer wenn ich eine Karte ziehe, macht er einen Punkt Schaden auf ein Ziel. Ha, guck mal, das kann ich noch. Ich habe gerade eine Karte gezogen, jetzt nochmal. Ich schieße die beiden Schadenspunkte auf deine Spirits. Also einmal, einmal. Mhm. So, immer noch nichts zum Cyclen. Kommt aber noch eine Katze rein und dann bist du. Der Weg in der Luft ist relativ offen. Ja, dann machen wir das Ganze jetzt ganz einfach. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Unbreakable Bond. Return target creature card from your graveyard to the battlefield with a life link counter on it. Ja. Und dann nehme ich natürlich ihn. Das heißt, der Odrik, wo genau, alle alles haben. Wo alle alles haben. Ja, und dann... Life link kriegt er auch noch, weil dann haben wir alle Life link. Genau. Da. Ja. Und da alle alles haben? Alle haben fliegend, alle haben Lebensverknüpfung.
Genau, First Strike, Vigilance. Ach, die haben ja auch alles durch genau. die und ich hab Doppelschlag auch noch nicht. Doppelschlag hat sie nicht, ne? Aber okay. Nee, ja, aber Erstschlag und Schutz vor Schwarz und Rot. Ja, da ich keine Flieger blocken kann. Und alles rot ist. Töten außer er. Einfach mal. Ja, mal, da können die Fliegen alle bei dir. Ne? Ja. Machst du ganz viel Schaden, nämlich 4, 10, 12, 13. Richtig? Ja. Ich habe 11. Ich tot. Ja. Gut. Yay! Hast du wieder noch gut ausgerissen. Okay, ja, dann ist es doch beim zweiten Mal ein 1-1 geworden. Ne? Also, sprich, beide Decks können was. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich hätte noch ein bisschen weiter zappeln können, aber. Es ist ein bisschen langsam, dieses Deck. Es ist echt, es kommt echt gut, aber ich glaube, es ist stärker im Late Game. Ja, natürlich. Dein Commander ist mega stark im Late Game. Da macht er den Sack dann richtig zu. Ja. Also ich glaube, mehrere kleinere Kreaturen, die dann auch schneller in den Friedhof gehen, wären, glaube ich, besser in dem Deck. Ja. Ja. Als viele große, starke. Ist natürlich geil, wenn man dann den Engel liegen hat. Der war jetzt Bombe. Vor allen Dingen, dass alle Kreaturen alles bekommen oder so. Ja. Ja, ich hoffe, es hat auch gefallen. Wir sind raus und gleich kommen nochmal Jenna und Julie mit ihrem Matchup. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß. Danke, tschüss.